Was ist eigentlich der Grimace Shake, Leute? Wir werden uns das angucken. Ich bin sehr gespannt. Und wir sehen hier eine kleine Geschichte, wie eine Frau ein Grimace Shake wegpackt. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Und sie hat anscheinend jemandem geschrieben, ey, ich habe den Shake dagelassen im Kühlschrank. Und Babe sagt, Dankeschön. Wir wissen nicht, ob Frau oder Mann das Babe ist, aber wir werden es später sehen. Sie hat ihren eigenen Grimace Shake. Okay. Moment, Leute, ganz kurz. Ich glaube, es passiert immer etwas Schlimmes, wenn man diesen Grimace Shake trinkt. Den soll es bald in Deutschland geben. Und ja, Leute, wenn ihr wollt, dass er in Deutschland halt natürlich ankommt, einfach mal einen fetten Like da lassen, damit McDonald's das auch sehen kann. Wir gucken weiter. That's good. Okay, sie sagt, er ist gut. Irgendwas passiert. Oh oh. Okay. Das ist extrem schlecht. Man sieht, sie kotzt den sozusagen wieder aus. Oh no. Oh no. Nicht so ein Ding. Sie ist tot. Kommt jetzt Babe nach Hause? Ja, es ist ihr Freund. Zurück vom Gym, okay. Jetzt erstmal ein Grimace Shake, sagt er. Er freut sich richtig, Alter. Er sieht seine Freundin gar nicht. Wie kann man denn so blind sein? Okay, also noch mehr Zeit. Digga, jetzt kriegt er eine Nachricht. Hey, ich habe mein Ladekabel in deinem Auto vergessen, schreibt sein Kollege Ryan. Ist ihm nicht sicher, checkt das, aber jetzt wird erstmal der Grimace Shake getrunken. Oder wenn jetzt nochmal stoppt. Hey, Mann, was soll das? Ah! Hello? Yo, man, did you find it? You literally just texted me. Can you go see? I'm at the store now. I need der Ryan sagt direkt so, hey, Mann, hast du ihn schon gefunden? So, check das mal bitte jetzt direkt aus. Und er packt den Grimace Shake wieder weg. Also anscheinend aus glücklicher Weise erstmal passiert ihm soweit nichts. Er hat sein Ladekabel zumindest noch nicht gefunden, wie es aussieht. Okay. Well, thanks for checking. Es war einfach nur ein Kollege. Sei froh, dass du den hast, Bro. Jetzt trinkt er ihn. That's pretty good. Er feiert ihn. Er findet ihn gut, okay, ja. Ey, ich würde den auch gerne mal probieren, Leute. Hashtag Grimace, wenn ihr den auch mal probieren würdet. Aber wenn ich das so sehe, weiß ich nicht. Aber ich will ihn trotzdem probieren. Der Typ ist auch komplett RIP. Seine Adern. Digga, was geht bei ihm? Oh oh. Er trinkt weiter. Er trinkt weiter. Der ist ja sowas von am Abzappeln. Oh no, Bro. Oh no, Bro. Oh Gott. Das war's für ihn. We now have reports pouring in from across the nation. Alter Schwede. Breaking News, Leute. Sie erzählen, dass immer mehr Leute draufgehen. Sogar Feuerwehrmänner, während des Einsatzes die Grimace Shake getrunken haben. Yo, guck dir den mal an. Ja, der Typ, Alter, der ist ja... Wer ist er? Oha. Ey, crazy. Okay, jetzt verstehe ich langsam, warum das ein Horrortrend ist. Krass. Sogar der Kleine. Okay, das ist richtig wild. Ey, Leute, ich habe noch voll Bock, mir ein paar Shorts dazu reinzuziehen, oder? Seid ihr dabei? Wir gucken später noch mal ein paar andere Videos, aber erstmal will ich ein bisschen Grimace Shake durchglotzen. Weil ich wissen will, was das ist. Wir gucken rein, Leute. Let's go. Was haben wir hier? Ein paar Leute feiern einen Geburtstag. Es gibt einen dicken Shake. Okay. Und alle probieren den. Und was passiert jetzt mit all diesen Leuten? Einer ist auf jeden Fall RIP. In so einer Röhre. Was ist mit dem da unten? Den hat's auch richtig zerrissen. Junge, ist das gruselig, Alter. Was ist das für eine Musik auch, ne? Ich frag mich, also, komplett lost. Die beiden hängen da so ein bisschen an der Schaukel, sind absolut dead. Der hängt da im Mülleimer und kommt gar nicht mehr klar. Okay, crazy. Der hängt da mitten im Rasen oder so. Oh, er wird sogar reingezogen, aber von wem? Von wem wird der jetzt gerade da weggezogen? Check ich nicht. Oh no, Leute.
Was ist da los? Das check ich noch nicht so ganz. Happy Birthday, Grimace. Was geht bei dem Kleinen? Er trinkt auch Grimace Shake. Er will gucken, was passiert. Auf entspannt. Digga, den hat's ja sowas von rausgenommen. Alter Schwede. Hey guys, so, da ist noch jemand. Erstmal auf entspannten Grimace Shake ziehen. Happy Birthday, Grimace. Was sieht mit ihr? That's pretty good. Digga, die ist am Baum. Voll RIP gewesen. Er zieht sich einen fetten Grimace Shake rein, spaßt ein bisschen ab. Okay, das, habt ihr es da hinten gesehen? Stopp mal ganz kurz. Habt ihr es da gerade gesehen? Seht ihr das da hinten? Da war was. Oh nee, Mann, ich hab so das Gefühl, es gibt einen fetten Jumpscare. Nein! Bruder, hinter dir! Hinter dir! Hey guys, I finally went to Walmart. I mean. Okay, hier ist alles ein bisschen entspannter. Wir machen ein entspanntes Video und lachen ein bisschen. Bro, also stopp mal ganz kurz. Digga, das war ja gerade der Grimace Shake Horror Move auf Wish bestellt. Digga, das ist einfach die Rutsche runtergefallen oder die Skaterbahn. Das geht bei ihr. Oh, die wird wahrscheinlich im Horror, so horrormäßig ziemlich geil punkten, weil die schwarz angezogen ist, ne? So mit schwarzen Haaren und so. Yo, Timmy, what are you drinking? I got the Grimace Birthday Shake. Happy Birthday, Grimace. Timmy trinkt hier auch den Grimace Shake. Und was geht bei Timmy ab? Was geht bei Timmy ab? Was geht bei Timmy? Timmy ist am Zittern, am Zappeln. Timmy, Bro. Timmy. Ist nicht dein Ernst. Was geht da ab? Just got the new drink from McDonald's. Oh, happy okay. Das. Ich will auch so ein Grimace Shake. Ich will doch kein Grimace Shake trinken. Excuse me, are you the girl from the Grimace Shake video? I don't know what you're talking about. But yeah, I actually really like the Grimace Shake. It's from McDonald's. It's like limited right now. Okay, sie feiert den Grimace Shake übel und immer dann passiert richtig komisches Zeug mit der. Okay. Excuse me, are you. Oh, Junge, diese Videos. Wie er auf seinem Auto hängt, Mann, vor Today, dem McDonald's. Crazy. Grimace Birthday Shake. Happy Birthday, Grimace, whoever you are. Das ist Grimace, oder was? Das Monster. Ich habe ein Gaming-Video dazu gemacht. Falls ihr das interessant findet, das Thema, könnt ihr gerne nochmal auf meinen Hauptkanal schauen. Da werde ich mir allerdings noch einige Shorts reingezogen haben, die wir uns jetzt nämlich nochmal reinziehen. Nicht, dass ihr euch wundert. Die will ich euch nämlich nicht vorenthalten. Also, hier haben wir nochmal einen Typen, der einen Grimace-Shake trinkt. Ich kenne den irgendwoher. Und yo! Hey everyone, okay, krasse Transition, CMO das war McDonald's. Heftig. I've seen your Grimace videos. Das hier ist der CMO, wer ist der CMO? Happy birthday, Grimace. Wer ist der CMO? Ich weiß nicht, was das bedeutet. Auf jeden Fall irgendein ganz hohes Tier bei McDonald's. Und der probiert jetzt den Grimace Shake. You know, I think you really nailed this. It kind of tastes like... Okay. Digga, den haben sie richtig ausgeknipst. Okay, Alter. Guys, I have gotten so was geht many bei ihr ab? Trying the Grimace Shake. Oh, das ist from wild. McDonald's. Ja, it's the da kann ich mich dran shake. Erinnern. Das ist why, ganz wild sogar. Here is a video of us trying the Grimace Shake. Oh, Leute, was da gleich passiert, ne? Das ist krass. How is it? Das ist sehr krass. Oh, that's actually pretty good. It's... Guckt euch mal die Nase an. Really? Die passt gerade so out. Die passt gerade so out, bei der ist Feierabend. Haley. Und ihr seht, sie rennt einfach Haley. Raus, Mann. Ich würde sowas vor die Tür zuschließen und unter die Couch gehen, Bro. Haley, I'm getting kind of freaked out, alright? Der Hintergrund. This isn't funny anymore. Digga, das ist der Moment, wo du genau weißt, jetzt ist Feierabend für dich. Das war's. Auch Beziehungsende. Sag ich nur so. Haley! Mein Gott! Was war das? Uff. Can I try some of your Grimace Shake? Okay, das ist jetzt eine Frau auf dem Tennisplatz oder so, keine Ahnung wo, die will den Grimace Shake probieren. It's really good.
und sie freut sich, sagt, ey, das schmeckt echt super gut, ne? Oh, wow, that's really good. Und der schmeckt richtig gut. Und die kippt sich damit voll. Oh my god, this is amazing. Bro, die Musik auch dazu, richtig verrückt. This is fantastic. I love Grimmie. Okay, Mann. Das ist absolut crazy. Wer ist er? Junge, wer ist er denn? Völlig, völlig verrückt. Happy Birthday, Grimmies. Und da sind wieder ein paar Leute, die Happy Birthday feiern haben. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Grimmies. Und so, wer ist denn der Typ eigentlich, der da sitzt? Junge, der ist ja richtig sass. Leute, es gibt immer diesen einen, der ganz komisch ist, ne? Jetzt trinken die den alle. Der erste ist das Klo am Vollputzen. Der andere zappt. Jo. Er hängt auf dem Baum. Okay, haben die Jungs cool gemacht, da bin ich ehrlich. Was geht denn bei denen ab? Okay, Leute, das reicht erstmal. Ich brauch mal wieder etwas anderes als diese Grimace-Sache. Soll ich auch mal so ein Video machen? Leute, lasst einen fetten Like da, wenn ich auch mal so ein Grimace-Video machen soll. Ich schwör's euch, Digga, das wird richtig creepy dann. Habt ihr euch schon mal gefragt, was ihr machen würdet, wenn ihr diese Spinne seht? Leute, keine Ahnung, das werden wir herausfinden und wir gehen rein. Wir befinden uns im Video von Trendspot und wie man sieht, da ist so eine fette Spinne an der Tür. Digga, ich bin gespannt, was da heute abgeht, aber als erstes werden wir mal schauen, was wir da jetzt gerade haben. Was ist das denn? Hä? Okay, also es ist so ein bisschen so eine optische Täuschung. Oh Gott. Was ist das? Dino! Oh Gott, Alter. Wo siehst du diese Kackspinne? Digga. Fast ist das Viech in sein Haus rein, ne? Alter, können wir mal ganz kurz nochmal darüber reden, was da gerade eigentlich passiert ist. Ich will nur nochmal zeigen, wo die Spinne runterfällt, okay, und das Ding ihm hinterher rennt. Spätestens da wäre ich bis ins andere Land gelaufen. Okay, also krass, wäre das Ding jetzt in sein Haus reingelaufen? Oh, Bro, also, was ist das denn da für ein Hund? Okay. Was geht denn da ab? Also ich glaube, da würden sich die Passanten so ein bisschen erschrecken. Okay. Was? Crazy. Also die Trickshots sind ganz auf dem anderen Stern. Krass. Respekt, wie der das macht, ne? Weiß man aber auch nicht, ob das so alles so bearbeitete Videos sein könnten. Kann halt sein. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass jemand so viele Trickshots gemacht hat in seinem Leben. Es sieht ja auch so... Also der hat doch keine Hobbys, Mann. Oh, weiß ich nicht, ne? Weiß ich nicht. Aber cool. Also wenn das true ist, krass, Leute. Hier sogar der Double Connect mit beiden Bällen, ne? Mit so einer Krücke hat er es einfach gemacht. Oh, nee! Nein! What the hell? Ich krieg bei sowas so Schiss. Okay, Moment mal. Also, Moment mal. Digga, das sind viel zu viele Spinnen in diesem Video, ne? Ich sag ehrlich, Mann, das ist absolut crazy. Das hier ist 100%, Leute, keine echte Spinne. 100%. 100%, keine echte Spinne. Nee, safe nicht. Safe nicht. Guck mal, wie Eddie da einfängt. Guck mal ganz genau hin. Da. Diese Spinne ist safe, nicht legit. Allein die Bewegung ist viel zu komisch. Safe, die ist nicht echt gewesen, Leute. Haben wir kurz entlarvt. Okay, Sir. Was geht da? $2,000 für den Ball. $2,000. Aber das ist krass. Junge, geil. Abonnieren, Leute, damit ihr auch so einen Dollar in diesem Busch findet. Und hier sehen wir einen Tag bei den Feuer... Leuten und die müssen jetzt halt dem Schlauch hinterher krabbeln. Eigentlich gar nicht mal schlecht, aber ein bisschen Wasserverschwendung. Oh, yo. Guck mal, wie groß der Typ ist.
Okay, vielleicht ist sogar auch das Ganze nur so klein. Was ist das? Wir müssen jetzt den Ball in der Mitte im Auge behalten. Oh, das ist ein hartes Game. Ja, Digga, ja, Digga. Ja, oh nein, bitte nicht aus dem Bild. 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 Oh, Digga, ich glaube, da war ein Schnitt drin, rechts. Was? Safe nicht! Ach komm, ey. Ich bin in sowas schlecht, Leute. Einfach Rainbow Friends gewesen. Was ist das? Der springt da jetzt nicht runter, oder? Der springt jetzt... Alter! Ist das krass! Guck dir das mal an! Was war das gerade für ein epiker... Der Safe, Digga! Können wir das nochmal ganz kurz gucken? Also der Safe war ja wohl anders krass. Wir gucken nochmal rein. Da. Mit seiner Hand hat er den einfach gesaved, indem er hingesprungen ist. Dann kommt sein Mate, saved den nach hinten, er springt hoch und baggert den nochmal rüber. Das ist eine Spitzenleistung, muss man echt sagen. Was ist das denn? Eine Eisrutsche? Krass. Okay, die sieht ziemlich cool aus. Weißt du, aber, ja, doch, ich kann mir vorstellen, der rutscht jetzt richtig lang, weil so eine Eisrutsche, da muss man einfach nur erstmal in Bewegung kommen. Und dann, let's go. Ich frage mich halt nur, und da stand da auch gerade, wie wurde die Rutsche eigentlich gemacht, ne? Wer hat so eine... Also ich meine, man kann das machen mit Wasser. Man braucht nur flüssiges Wasser und das gefriert dann relativ schnell. Aber... sehr krass. Oh, der letzte Typ? Der nichts macht. Nee, der... Ah, sogar mit Medizinball. Ah, nicht in die Nüsse. Oh, der Typ hat gar kein Glück, Leute. Nein! Oh Gott, was ist das für ein Typ? Digga, was hat der für einen dicken Fisch gefangen? Er hat ihn letzte Nacht gefangen, ne? Nice. Er hat einen Fisch gefangen, aber er lässt ihn auch wieder frei. Der war ja so langsam. Mein Vogel wurde eifersüchtig. Okay, was machen die da? Wahr oder falsch? Oh, ich glaube, die wurden entdeckt, Leute. Was zur Hölle? Boah. In das perfekte Loch werfen. Auch nicht schlecht. Der war clean. Digga, das ist Snowboard-Indoor-Training. Ja, wie cool ist das denn? Okay, das ist richtig nice. Aber ja. Irgendwo gibt's... Da war gerade ein Hund dazwischen. Habt ihr ihn gesehen? Irgendwo war der Imposter gerade. Richtig gut. Was ist das denn? Ballon in einem Ballon? Okay. Oh, wir sehen wieder eine fette Rutsche und ich glaube, es gibt einen dicken Trickshot mit einem Rutschentyp, der in dieser Rutsche drin ist und... Oh, der den Football einfach fängt. Okay, das war wild, Leute. Der Typ lebt in 3022. Okay, warum? Baut einen Stuhl auf. Macht ihn ein bisschen nach hinten. Digga, und fährt einfach. Okay. Die Evolution von Basketball. Okay. Ich verstehe noch nicht so ganz, was das jetzt bedeuten soll. Also man sieht natürlich so ein bisschen, ne? Verschiedene... Ja, okay, das war... Was ist das denn? Wie viele Enten sind da bitte am Strand? Yo! Oha! Okay. Der Typ ist auf jeden Fall wild. Der ist wild unterwegs. Oh, geil! Heftiges Video so, ne? Auch mit dem Flugzeug und so. Geile Aussicht. Sind das zwei Pferde auf einem See? Halloween House! Ah! Digga, wie krass. Was versteckt der Bre?
Was versteckt der Bray? Jo, wie viele Schlösser hat der Typ? Ich glaube, er hat nur ein Schloss. Aber richtig viele noch an einem anderen, so dass man nicht weiß, welches. Ne? Und der Typ hat seinen Hund der Katze vorgestellt, oder was? Also, moin, das ist mein Hund. Damit die sich verstehen. Auch cool. Cooler Kuchen. Was machen die da? Ah, wow, okay. Krasser Kuchen. Jetzt wird er wahrscheinlich... Ah, so ist das. Nicht schlecht. Und ich glaube, ihr seht ja, also das ist ein richtiger Profi, ne? Muss man schon sagen. Der Typ mag Züge. Ups. Kurz Handy fallen gelassen, kurz... Jawohl, sie haben gewonnen. Krasses Duell. Das ist ein Alligator, der anscheinend richtig happy ist, ne? Richtig glücklich, mal gucken. Ist das ein echter? Nein, das ist doch kein echter. Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zusehen. Vergesst kein Abo und falls ihr meinen Kanal noch öfter sehen wollt oder vielleicht auch einfach nur helfen wollt, die 100.000 zu knacken, abonniert bitte und aktiviert die Glocke. Dickes Küsschen. Deno, out.